was wäre, wenn es zusätzlich zum normalen Bürgermeister noch einen jugendlichen Bürgermeister geben würde? Also, ich fände es gut, wenn es einen Pflichtjugendlichen gäbe. Dann hätte man schon mal eine nähere Quelle. Ich glaube, das kommt auf die Ausgestaltung drauf an. Ist mit jugendlichen Bürgermeister ein jugendlicher Bürgermeister gemeint oder ein Bürgermeister, der als Fachreferat sozusagen die Jugendarbeit hat? Das erste wäre wünschenswerter, das zweite ist das wahrscheinlichere. Ich glaube aber tatsächlich, dass nur das erstere wirklich Veränderungen bringen würde. Ich glaube, dann würden so die Aspekte für die Jugendlichen mehr zum Hervorschein gebracht. Ich glaube, dann werden unsere Interessen auf jeden Fall besser vertreten. Spontanität, was ja auch nicht schlecht ist, sage ich mal, diese Emotionalität hinter gewissen Problemen. Erwachsene, sowohl auch Jugendliche, wählen dürften und beide Bürgermeister nochmal miteinander absprechen müssten, dann fände ich es eine gute Sache.